Wir kommen zu Kampf Nummer 6, K1 in der Gewichtsklasse bis 68 Kilo. Der Kampf ist angesetzt auf 3 Runden à 2 Minuten und er wird präsentiert zum einen durch die Firma PS Union und durch die Kicker Arena hier in Halle. Ich rufe als erstes in die blaue Ecke aus Gera, Steven Amthor. Sein Gegner rufe ich in die rote Ecke. Er kommt vom La Familia Fight Club Halle. Theo Weiland! Ich darf Ihnen beide Kontrahenten vorstellen. In der blauen Ecke, 31 Jahre alt, 1,79 groß, gewogen mit exakt 67 Kilogramm. Er wird betreut durch Hagen Tschaikowski. Bisher 12 Kämpfe, 7 Siege, 4 Niederlagen und ein Unentschieden. Er kommt vom Fightsport Gera, Steven Amthor. Sein Gegenüber in der roten Ecke, 21 Jahre alt, 1,80 groß, gewogen mit 67,9 Kilogramm. Er wird betreut durch Matthias Weber und Ferenc Schmidt. Und er ist bisher ungeschlagen. 9 Kämpfe, 8 Siege, ein Unentschieden. Vom La Familia Fight Club hier in Halle, Theo Weiland. Und da wird jetzt laut hier in der Erdgas-Sportarena in Halle, Theo Weiland, Lokalmatador, trainiert, lebt in Halle, kommt aus Erfurt und hat hier über 100 Fans mitgebracht, die die Halle hier gerade zum Kochen bringen. Gegen einen starken Steven Amthor, der vor ein paar Wochen erst noch in Jena stark durch K.O. gewonnen hat, der durch spektakuläre Aktionen bekannt ist hier. Gedrehte Sachen, eingesprungene Knie gegen den starken Hallenser Theo Weiland, der hier wirklich ungeschlagen ist. 9 Kämpfe, 8 Siege, ein Unentschieden, der ist hungrig. Ja, Steven Amthor, du hast es gesagt, harter Puncher, spektakulärer Puncher. Aber Theo Weiland ist gelassen, er hat gesagt, ich habe mit Leuten trainiert, die können härter zuschlagen als er. Und der hat gesagt, ich will hier vorzeitig gewinnen, ich will eigentlich nicht unbedingt 3 Runden hier im Ring stehen. Ist also sehr, sehr selbstbewusst hier in diesen Kampf gegangen und beide Kämpfer geben auch von Anfang an Vollgas. Hier starker Schlagabtausch. Schöner Lowkick hier von Weiland, noch einer hinterher. Davon sollte auch Steven Amthor nicht zu viele fressen. Hohes Tempo und starke Rechte hier von Hallenser Theo Weiland. Schöner Lowkick wieder von Weiland. Sehr gut, stellt den Gegner in der Ecke.
Sollte ihn nicht wieder rauslassen. Jawohl, immer wieder der rechte Low-Kick. Das hinterlässt natürlich Spuren. Ja, das macht natürlich auch langsam hier der Versuch eines Handkicks oben drüber. Amthor steht hier auch zu offen in der Halbdistanz. Man muss ja natürlich viel auf Distanz kämpfen, frisst aber hier wieder so einen Low-Kick. Und da war eine der eingedrehten Backfists, die du angesprochen hast. Spektakuläre Aktion hier vom Mann aus Gera, der jetzt aber einen rechten Haken nimmt und eine linke hinterher. Da muss der Hallens aufpassen, nicht zu sehr anzuklinchen hier. Timo Weiland, der hier im Vorwärtsgang ist, Steven Amthor kein Zentimeter nach vorn lässt, in die Ringe gestellt. Aber Amthor feuert hart zurück. Weiland muss aufpassen, dass er hier keinen Konter nimmt. Landet aber weiter, harte Treffer und da humpelt Amthor schon. Das ist der linke Oberschenkel, gezeichnet von diesen harten Low-Kicks. Kein einziger bisher geblockt vom Mann aus Gera. Genau, man sieht, wie es abgestellt hat, gerade beim Absitzen. Die haben Spuren hinterlassen, diese Low-Kicks. Das ist nicht ohne. Trotz der Gewichtsklasse bis 67 Kilo, hier ist wirklich Feuer drin. Und da geht Amthor zum ersten Mal zu Boden. Die Low-Kicks und haben schüttelt den Kopf und da fliegt das Handtuch. Es ist der 9. Sieg im 10. Kampf für Theo Weiland, der hier zu seinen mitgereisten Fans rennt und sich feiern lässt. Starke Leistung hier, immer wieder auf das Bein, ja. Und vom Trainer hier natürlich die Gesundheit der Sportler aus Ehr. Davon wirklich noch mehr Treffer bekommt das Handtuch aus der Ecke von Steven Amthor. Der Low-Kick ist immer noch eine der am meisten unterschätzten Waffen im K1. Viele, viele Kämpfer blocken sie einfach nicht. Und dass man damit Kämpfe gewinnen kann, das haben wir heute Abend schon in einigen Kämpfen gesehen. Seien es die Kämpfer aus dem Gym von Adalan oder definitiv eben hier Theo Weiland aus dem La Familia Fight Club in Halle. Und der mit brachialen Low-Kicks. Und das kann man natürlich im Training auch schwer üben, ja, weil meistens Sparringsanleiter im Training mit Schienbeinschoner die Low-Kicks natürlich hart sind, aber hier ohne Schienbeinschoner mit vollem Adrenalin die Low-Kicks, das ist auch schwer zu simulieren im Training. Und da kann man hart sein, wie man will, wenn man davon ein paar frisst, kann der Kampf rechtzeitig zu Ende sein. Das offizielle Urteil, Siege durch TKO in der ersten Runde, der Kämpfer aus der roten Ecke, Theo Weiland! Thank you.